Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, genau, wir haben letzte Folge, haben wir den Bären erlegen müssen für unseren Elven und wir haben bei Sambo einen Langbogen gekauft und danke Lucky, wow, oh mein Gott, ich hoffe ich kriege das hin. Wir müssten hier eigentlich erstellten Namen ändern. Oh, wie krass. Bloß ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit in der ganzen Geschichte, dass ich jetzt trotzdem gucken muss, welches Haus wo ist, ne? Wir können mal anfangen mit unserem Haus. Rasimir. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie wir geschrieben werden. Rasimir, ich glaube so, ne? Nee, Rasimir. So, ganz einfach. So, Rasimir-Haus. So, sehr gut. Dann haben wir das dahinter. Ach, herrje. Okay, also das ist, glaube ich, was, da müsste man eben halt wirklich gucken, wenn wir dann direkt davor stehen. Ich glaube, dann sieht man das. Das ist jetzt tatsächlich echt schwer. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, ne? Das könnten die zwei beiden sein, die beim Feld hinten sind. Das könnte die Taverne sein. Das könnte tatsächlich die Taverne sein, aber ich möchte meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, ne? Das ist der Wald. Und das dann die Werkstatt? Ach, herrje. Okay, also es ist total cool, dass das geht. Aber tatsächlich wüsste ich nicht gerade, welch, wer, wo, wie, was und so. So, genau. Sprich mit Elvon, das machen wir auf alle Fälle. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie machen wir es? Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass wir jetzt erst zurück nach Baranica gehen, nach Hause gehen und dann nochmal über Gostovia oder wie. Irgendwie, wir müssen auf alle Fälle noch nach Hornica. Zwei Quests dürfen wir auf gar keinen Fall liegen lassen. Wäre definitiv eine ganz schlechte Sache. Oh shit, wie machen wir das am besten, ne? Rolnica. Das ist die... Also mir, ja gut, wir gehen jetzt erstmal hier. Es schaut da schon so ein bisschen aus, als ob da irgendwie Sachen liegen, ne? Es ist halt irgendwie, glaube ich, zwar eigentlich nur so der Felsen, aber es sieht schon krass aus. Ist hier irgendwo ein Vieh? Ich bin tatsächlich echt neugierig. Ich würde da gerne mal ein bisschen näher hingehen. Sieht krass aus, aber es sind tatsächlich nur die Felsen, ne? Okay, cool. Aber schön, also schön gemacht, wie immer. Ne? Ihr wisst ja, ein herrliches Spiel. So. Blitzen wir mal wieder ein bisschen, ne? Wir gehen jetzt da mal rüber. So. Rasimir, renn mal ein bisschen. Den Bogen kannst du eigentlich erstmal einen Moment wegtun. Den brauchen wir jetzt hoffentlich nicht. So. Durch das Sumpfgebiet durch. Und dann immer so ein bisschen die Augen aufhalten. Naja, ihr kennt das Spiel hier, ne? Ich dachte gerade, das ist aber bloß ein Stock. Ne? Aber ich glaube, wir hatten im letzten Mal hier auch was gefunden gehabt. Das waren die drei Rundhölzer und sowas, die wir tatsächlich mitnehmen konnten und durften. Echt schön, ne? Wenn zwischendurch dann doch mal so ein paar Sachen rumliegen. Ist schon toll. So, uns geht es jetzt gar nicht mehr so extrem gut. Wir sollten dann auf alle Fälle schauen, dass wir was zu essen und was zu trinken uns zwischen die Kiemen schieben. Ne? Das können wir dann aber gleich machen. Jetzt kümmern wir uns erstmal... Warum steht hier eigentlich kein Wegweiser? Ja, hier muss ich dann immer gucken, wo ich lang will. Ne, wir gehen jetzt schon nach Baranica, weil es ist auch noch Tag. Und dann hätten wir das auf alle Fälle schon mal erledigt. Ach, guck mal, hier ist aber was zu trinken. Das war der Lux. Wir haben, glaube ich, auch noch ein bisschen... Nee, haben wir nicht, ne? Nee, wir haben nur rohes Fleisch dabei. Und davon aber eine ganze Menge, ne? Aber trinken würde ich jetzt tatsächlich trotzdem. Und das Fleisch kann man dann immer noch anbraten. Das können wir dann schauen. Ich glaube, da müssen wir aber tatsächlich ein bisschen Holz sammeln. Also hier Stöcke. Da weiß ich nicht, ob die Stöcke, die wir dabei haben, die reichen. Ja, aber da gucken wir mal. Jo, dann sind wir jetzt auf alle Fälle gleich in Baranica. Und können die Quest abgeben. Das ist schon toll. Ne? Das finde ich richtig gut, dass wir das dann erledigt haben. Ne? Und dann, ja. Ein Schmied wird auf alle Fälle noch eingestellt. Ich muss tatsächlich aber erstmal gucken, weil ich nicht weiß, vom Platz her,
Ich glaube, ich hatte der im Haus vom Schmied wohnt. Den erstmal in die Werkstatt gepackt, ne? Wisst ihr was? Das gucken wir jetzt auch nochmal. Und zwar hatten wir doch Handwerker. Oder war das der sammelt? Ich glaube, das war der sammelt. Und tatsächlich würde ich den eigentlich tatsächlich auch gerne beim Sammeln lassen. Wo wohnt der denn? Das ist das Haus. Ich glaube, das ist wirklich. Ach so, nee, hä? Ah ja, hier sieht man es aber tatsächlich ein bisschen besser, ne? Das sind die zwei mit denen. Aber hier ist nicht der von der Landwirtschaft drinnen, ne? Ah, das könnte. Ah, echt schwierig. Das müsste meins sein, hoffe ich. Nee, das ist meins. Ne? Nee, ich glaube, das ist keins von denen, ist meins. Ah, ich weiß es nicht. Jedenfalls fehlen schon wieder Sachen. Wir müssen dann auf alle Fälle gucken. So. Hier wäre eine Frau, die in Craften ganz gut ist, aber die kann halt auch sonst nichts, ne? Das ist halt. Und ich weiß, wie gesagt, ich bin mir echt nicht sicher, ob der tatsächlich in dem einen Haus drinnen ist. Eigentlich müsste das ja das Haus sein, was ungefähr hier in dem Bereich ist. Ich finde, es ist auch echt schwierig. Ist es jetzt das Haus oder ist es jetzt das Haus, was gemeint ist, ne? Ich finde, das sieht man total schlecht. Ich muss das immer von dem Punkt machen. Das ist das Haus vom Schmied. Wie Thomas, genau. Und da schicken wir sie jetzt hin, Editha. Dann soll die jetzt erstmal den Schmied machen. So. Zum Wittomer. Das musste das für den See sein. Und dann müsste das. Und dann kriegst du hier die Schmiede. Genau, Schmied. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. So. Ach genau, und hier der Fischer. Da habe ich tatsächlich Quatsch gemacht. Der hat bloß Überleben 1. Jetzt müssen wir mal gucken. Der hat Gewinnung und Jagen. Eigentlich haben wir da Quatsch gemacht, ne? Ah, oh, da muss ich tatsächlich nochmal schauen. Das ist, ich wusste nicht, dass Fischerhütte tatsächlich mit Überleben zu tun hat und nicht mit Jagen. Was ist denn mit unserem Jäger? Der hat 3 und 2. Der Holzfäller. Guck mal, dann tausch. Oh Gott. Okay, also Niestek und Berard müssen tauschen. Fischerhütte. So, und jetzt müsste eigentlich hier der Berat, genau, der hat keinen Job mehr. Und der kriegt dann den Gewinnungsdingsbums. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir umswitchen irgendwie. Ich muss mal schauen, wenn ich davor stehe, dass ich dann eben halt direkt umbenenne und dann können wir zuordnen. So, es wird jetzt langsam dunkel. Ja, Rolnica nach Hause. Aber Rolnica ist schon noch ganz schön ein Stück weg, ne? Meine, wir haben jetzt auch nicht mehr ewig lang Zeit. So. So. Nee, wir gehen zuerst nach Rolnica. Andersrum macht es keinen Sinn. Wir machen erst das zu Ende. Es ist ja auch bloß die Quest abgeben. Aber andersrum, glaube ich, fürchte ich, wird es nichts. Bin mir auch nicht sicher, ob wir da noch Erze drinnen haben. Eigentlich müssten wir die halt noch holen, ne? Vielleicht kommen wir nochmal her. Und wenn nicht, ist jetzt halt nicht ganz so katastrophal, mein. Dann ist halt mal.
eine Jahreszeit nicht komplett leer geräumt. Wir haben ja vor 2 Folgen eine ganze Menge was leer gemacht. Wird schon. Wird schon. So. Genau, da müssen wir jetzt gucken, dass wir vielleicht nicht unbedingt irgendjemanden entdecken, der uns zum Fressen gern hat. So. Okay. Ja, gleich. Gleich sehen wir aus dem Waldstück raus. Okay, super. Jetzt dürfen wir aber nicht da runtergehen. Wir müssen eigentlich im Prinzip mehr so hier lang. Ich will jetzt eigentlich nicht, dass wir irgendeinem Bison entgegenlaufen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich Glück, ne? Das ist bloß der Fuchs, der lässt uns eh in Ruhe. Ach schön, das ist gut. Das ist super. Wir müssen mal gucken. Okay, wir haben 73 Stöcke dabei. Alles gut. Wir haben noch ein bisschen Bauch voll. Das heißt, wir laufen auf alle Fälle erst nach Rolnica rüber und dann kümmern wir uns um das Futter. Genau, und jetzt laufen wir hier von Insel zu Insel, laufen hoch nach Rolnica und dann passt es doch, ne? So. Hui. Jetzt können wir vielleicht, haben wir gleichzeitig noch ein bisschen gebadet. Ist hier wieder ein bisschen sauber. Hui, hui, hui. Cool wäre natürlich eigentlich so ein Schiff weit, ne? Wenn du jetzt hier so im Fluss drinnen bist und dich so ein bisschen runterhockst, dass das dann halt auch wirklich so ein bisschen mit sauber macht. Aber ich glaube, das ist zu viel verlangt. War alles gut. So. Wir sehen Rolnica schon. Das ist voll toll. Kommen wir tatsächlich in dieser Folge schon wieder mal nach Hause. Auch wenn es nur ganz kurz ist. Aber ich glaube, zum Sortieren und Machen und Tun, zum Managen ist es doch recht wichtig, wenn wir eben halt vor Ort sind und direkt gucken können, wer wie was wo und so. Ich glaube schon, das ist schon die beste Option, ne? Gut. So, Rolnica. Wo ist denn hier unsere Quest? Da oben. So, Pomir. Hier hast du deine Sachen. Dankeschön. 15 Reputationspunkte ist halt einfach echt lächerlich, aber egal. So. Wir müssen jetzt hier runter, ne? Ja, genau. Wir müssen da wieder runter. Ja, man könnte überlegen, ob man nochmal was mitnimmt, ne, an Zeug, aber naja, Dung. Wir gucken mal, ob ein bisschen Dung da ist, ob er wieder ein bisschen was hat. Aber ich denke, ja, ein bisschen Dung hat er. Jetzt müssen wir bloß ein bisschen aufpassen. Geldtechnisch sieht es halt richtig mies aus, ne? Richtig mies. Naja, gut. Oh, nicht mal 20 Kilo, ne? 18 Kilo. Achso, das ist halt noch. Das müsste passen, ne? Ja, komm, dann haben wir auf alle Fälle jetzt hier mit dem Dünger. Das passt dann schon. So. Überladen sind wir nicht. Das ist gut. Jo. Jetzt sind wir sowas von pleite. Das heißt, wir müssen jetzt dann echt anfangen, Sachen herzustellen und uns ein bisschen, ne, wieder einen Puffer anzueignen. Nicht, dass wir jetzt dann so viel Geld ausgeben und dann nicht mehr im nächsten Frühjahr dann die Schulden nicht mehr bezahlen können. Die Steuern. Das wäre tatsächlich echt ärgerlich. So, Hasen. Aber wir wissen ja, dass hier sich auch Wölfe rumtreiben. Und auf Wölfe haben wir doch keine Lust, oder? Da hinten ist einer, ne? Kann das sein? Ich will es gar nicht wissen. Wir laufen einfach weiter. Könnte sein, dass da was ist. Nein, das sind nur Stöcke. Ich hätte gedacht. Sah von weitem recht gut aus. Hm. Dann gehen wir hier nochmal lang. Ey, meiner, sind wir ja schon wieder über die halbe Karte gelatscht. Wow. Schon Wahnsinn, ne? Und das ohne Pony. Oh Mann. Tiere. Also, auch nochmal so ein Ding, ne, dass wir eben mal gucken müssen, dass wir möglichst zügig jetzt dann mal so ein bisschen vernünftig an Geld rankommen, damit wir dann tatsächlich auch anfangen können, so ein paar Schweine und sowas uns hinzupacken, ne? Damit wir eben halt nicht immer die ganzen Lebensmittel zum Dünger verarbeiten müssen, sondern dass wir die Lebensmittel auch verkaufen. Ja, ich denke schon, dass das, da ist ein Wolf, ne? Ja.
Haben wir den getroffen? Ja. Genau, dass wir da einfach auch mal so ein Stück weit, da ist der andere. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der jetzt... Naja, wird schon. Oh, ich habe kein Messer dabei. Okay. Naja, dann. Genau, dass wir da mal anfangen können. Ich hätte nämlich dann schon gern irgendwann noch ein paar Schweinchen und Schafis und Hühner und Enten, Gänse, keine Ahnung, alles Mögliche, ne? Dass wir da, ja, gut zurechtkommen. So. Dann. Sehr schön. Würde ich sagen. Achso, wir müssen dann noch einstellen, ne? Was die herstellen muss. Entschuldigung. Das machen wir dann jetzt auch gleich, wenn wir wieder da sind. Und die Quest abgeben. Genau, dann können wir am nächsten Tag dann nach Gostovia oder Hornika, vielleicht doch eher über Hornika, gehen und dann die zwei Quests uns annehmen. Ich glaube, es ist schlauer, erst nach Hornika zu gehen. Oh, oh, okay, hi, hallo. Okay, cool. Sind wir ein bisschen überladen, das ist aber nicht schlimm. Genau, ich glaube, wir gehen doch tatsächlich lieber wieder über Hornika, weil wenn die Quests ein bisschen aufwendiger sind, dann ist schon gut, wenn wir noch mal ein bisschen mehr Zeit haben, ne? Ich glaube, das passt so. 3 Pfeile, 2x Ton und eine Schaufel. Ist doch schön. So. Genau, und dann sind wir da nämlich schon. Und jetzt können wir dann auch gleich gucken, was wo wie ist. Und dann teilen wir das endlich mal richtig ein, ne? Dann... So. Gut. Pass auf, dann machen wir jetzt hier die Samen schon mal rein, ne? Die rote Beete-Samen. Dann haben die da auf alle Fälle... Aha, ich wusste, es ist ein Dong, ne? Hehe. Dann stellen wir den Dünger gleich her. Das dauert halt kurz, aber ihr wisst ja, so lange dauert es nicht, ne? Und der Dünger ist tatsächlich leer, ne? Habt ihr gesehen? Dünger ist nichts mehr drin in der Truhenkiste. In der Truhenkiste. In der Kiste, in der Truhe, in der Truhenkiste. Mhm. Ja, ja. So, ein Drittel ist jetzt im Prinzip schon geschafft. Fehlen noch 2 Drittel. Also alles tutti frutti, total supi. Schön. Dann haben wir das nämlich auch. Und dann können die eben halt morgen weiterarbeiten nach dem Ausschlafen, ne? Dass eben halt auch die anderen Felder noch gut bestückt werden. Bestellt werden. So, das ist es ja eigentlich, ne? Voll schön, freut mich. Ja. Oh, ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Ich habe jetzt meine erste Arbeitswoche im Prinzip so gut wie hinter mir. Also für euch ist, glaube ich, Freitag. Für mich ist tatsächlich schon Mittwoch. Also ich bin echt froh, dass ich so weit vorproduziert habe. Denn, okay, ich hätte es wahrscheinlich so echt nicht geschafft. Also, ja, ist schon... Also es... Ist echt eine Hausnummer, ne? Wenn du so nach so vielen Monaten wieder arbeiten gehst, ist schon krass, finde ich. So, jetzt gucken wir mal. Wer ist das? Gotzimira, okay. Das ist eine Landwirtin. Gehst du jetzt hier hin? Ja. Oh, Gott sei Dank. Dann kann ich mich jetzt ein bisschen orientieren. Also pass auf. Gotzimira, das Haus. Das müsste also das sein. Hä? Scheibenkläste. Jetzt habe ich irgendeinen Quatsch gemacht. Kann das sein? Boah, ich finde das so schwierig. Wo ist denn jetzt das Haus? Aber das muss doch eigentlich einer von den beiden Häusern sein, weil das ja auch die sind, die ich zuerst gemacht habe, ne? Also, jetzt müssen wir hier mal gucken. Landwirt. Eins. Nee, warte. Was? F, Zuweisung. Gotzimira, das ist das vordere. Okay. Dann machen wir hier die 2 draus. Und hier machen wir Landwirt 1. Gott, das ist praktisch. So.
Was macht die? Der Barnim ist ein Holzfäller, das heißt, der muss irgendwo weiter hinten im Wald wohnen eigentlich, ne? Ja, der wohnt tatsächlich auch hier hinten. Holzfäller. Oh, Holzfäcker. So, Holzfäller. So, was haben wir hier? Hier haben wir Sammler und Schmied. Das ist der, der jetzt dann eben halt, der muss umziehen. Der muss eigentlich in das Haus vom Fischer. Da müssen wir mal gucken. Du müsstest eigentlich in das Haus. Boah, wir gucken mal, ne? Oh, jetzt ist hier im anderen Haus drinnen, ne? Landwirt 1. Ach so, das ist doch getauscht. Okay, ist aber nicht so schlimm. Ist okay. Ja, können wir so machen. So, jetzt gucken wir mal. Oh, ich kann es einfach durchprobieren, ne? Hier sieht man ja einfaches Haus. Okay, pass auf. Ah, das ist doch. Es ist jetzt ein bisschen komplizierter tatsächlich, aber wir kriegen das hin. Warte mal. Das müsste doch jetzt eigentlich H-Näherei. Ja. Sehr gut. Das muss entweder der Holzfäller oder die Werkstatt. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir haben hier ein Haus. Da sind zwei Häuser. Steht hier schon irgendwas? Holzfäller. Perfekt. So, dann gucken wir nochmal. Also, pass auf, Holzfäller. Das müsste Holzfäller sein. Holzfäller 2. Oh, jetzt bin ich rausgetappt. Entschuldigung. Nee, das ist es nicht. Jetzt habe ich. Nee. Welches habe ich denn jetzt als Holzfäller bezeichnet? Aha. Okay. Ach. Der Holzfäller 2 ist der Fischer. Okay, alles klar. Pass auf. Dann. A. Fischer. Okay. Das ist da hinten irgendwo. Das müsste die Taverne sein. Taverne. So, dann haben wir hier nochmal. Das ist jetzt schwierig. Kann ja eigentlich nicht so viel sein, ne? Wir probieren mal. Was ist das? Fischer und Jäger. Holzfäller 2. Ey, coolio. Super, dann fehlen jetzt gar nicht mehr so viele. Das heißt, das ist die Werkstatt oder der Schmied. Nee, das müsste dann die Werkstatt sein, ne? Pass auf, dann machen wir Werkstatt. Ei, geil. Ei, Lucky, ne? Danke. Das ist wirklich richtig cool. Und jetzt kann ich sortieren. Mega cool. Jetzt kann ich sortieren. Jetzt sind alle eingesammelt. Kann ich die hier eigentlich auch umbenennen? Nee, leider nicht. Schade. Aber macht nichts. Alles gut. So, Gastwirt ist richtig. Fischer. Du musst in ein anderes Haus. Du musst in das Fischerhaus. Bist du sicher, dass du die Familie in ein neues Haus umsiedeln musst, willst? Ja. Ach so, sind die schon eine Familie? Okay. Ach so. Ah. Shit. Okay. Nee, will ich nicht. Dann lassen wir sie da. So, Landwirt, Landwirt, Holzfäller, Landwirt, Handwerker. Wo wohnst du? In der Werkstatt, das passt. Beim Fischer im Haus. Kann ich dich umsiedeln? Holzfäller, Holzfäller. So, Holzfäller. Sind die jetzt in einem? Holzfäller, Bernard. Okay, und hier Jäger und Fischer. Das ist ein bisschen nervig, weil Holzfäller 2 ist. Ah, das ist das hintere. Okay, das geht. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das kann man machen. So, jetzt nochmal. Landwirt 1, da sind die beiden Landwirte drin. Landwirt 2 ist ein Landwirt drin. Okay, Taverne passt. Werkstatt passt. Holzfäller, Holzfäller, Schmied, Sammler und Schmied. Das passt auch wunderbar. Der Fischer, da ist jetzt der Holzfäller drin. Das ist ein bisschen
blöd. Ja, aber weißt du was? Dann tauschen wir doch. Dann siedeln wir um. Akzeptieren. So, und jetzt müssten die beiden im Fischerhaus sein. Genau, und der Holzfäller. Bernard. Und Barnim. Genau, dann sind die beiden Holzfäller in der Holzfällerhütte. So, und in der Näherei ist es die Malvina. Die ist Näherin. Ich würde sagen, das passt alles, ne? Sammler ist okay. Könnte besser sein. Vitomir. Landwirtschaft. Okay, und Schmied. Und so. Vitomir ist jetzt, hat jetzt ein bisschen einen weiteren Weg, aber das ist jetzt auch nicht ganz so katastrophal. Cool. Ich bin super zufrieden mit der heutigen Folge. Das ist echt klasse gelaufen. Wir haben richtig gut was geschafft. Die müssen jetzt natürlich ein bisschen umdingseln hier. Achso, nee, halt, warte. Entschuldigung, hier kannst du, hast du hatte die nicht eigentlich Bernadetta? Warte mal, was wollte die denn für eine Quest? Zeit zum Jagen. Ach, ich habe die Holzspeere nicht dabei, deswegen. Ah, okay, alles klar. Guck mal, da können wir hier. So. Die sind jetzt zwar natürlich ein bisschen grummelig, weil sie eben halt nochmal aufstehen mussten und sowas, ne? Das kann ich auch verstehen, dass das jetzt nicht ganz so cool ist. Aber hey, ihr überlebt das schon und morgen geht's euch besser, ne? So, hier halt nicht aufstehen, da hier. Danke, bitteschön. Gute Fahrt, gute Jagd. So, cool, super. Echt richtig klasse geworden. Bin happy. Unglaublich schön. Ganz toll. So, dann stelle ich mich jetzt tatsächlich auch mal für einen Thumbnail hier hin und dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao.